Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wie wir gestern schon ausführlich diskutiert und festgestellt haben, gibt es eine Notwendigkeit, die Lehrerbildung in Hessen zu professionalisieren und zu reformieren. Die SPD schlägt nun vor, daneben auch ein Stipendium für Lehramtsstudierende, die Mangelfächer studieren, anzubieten. Stipendien, um junge Menschen zu einem Lehramtsstudium in bestimmten Fächern zu bewegen, gibt es schon einige. Von der Robert-Bosch-Stiftung, der Telekom-Stiftung für MINT-Fächer, von der Hopf-Foundation für Informatikstudierende, von den parteinahen Stiftungen, kirchlichen Stiftungen oder der Stiftung der deutschen Wirtschaft. All diese Stipendienprogramme sind aber Begabtenförderprogramme, was sie im Kern von dem, was die SPD vorschlägt, unterscheidet. Ein solches Hessens-Stipendium ist angelehnt an das neue Berliner Lehramtsstipendium. Dieses sieht eine monatliche Unterstützung von 500 € für diejenigen vor, die einen Abschluss in MINT-Fächern vorzuweisen haben und sich nun für ein Lehramtsstudium entscheiden. Wir können leider trotzdem dem Vorschlag der SPD hier eher kritisch gegenüberstehen. Und das wird wahrscheinlich nicht überraschen, aber der Kollege Degen hat es ja aufgeführt. Vor allen Dingen die Unterstützung sozusagen aus der Wirtschaft, um das zu finanzieren, finden wir dann doch eher kritisch. Aber ich frage mich ja schon, wo sind eigentlich die Vorschläge des Kultusministers, um den Lehrermangel zu beheben? Darauf warten die Lehrkräfte schon lange vergebens. Ein Stipendium allein wird das Problem des Lehrkräftemangels auch in sogenannten Mangelfächern selbstredend nicht lösen. Viel wichtiger sind die dringend notwendige Verbesserung von Arbeitsbedingungen an hessischen Schulen. Außerdem wollen wir motivierte Lehrkräfte, die ihre Fächerkombination aufgrund ihrer Motivation für die Fächer belegen und nicht wegen finanzieller Anreize. Für einen Übergang kann ein Stipendium eine Überlegung wert sein. Mittel- und langfristig brauchen wir aber Reformen der Lehrerbildung und der Schulstruktur sowie eine Umstrukturierung der inklusiven Bildung, um Menschen zu motivieren, an hessischen Schulen zu arbeiten. Ich möchte gerne mit einem Zitat enden, weil das ja scheinbar so Usus ist in den Kultusdebatten. Und da will ich nicht hinter Ihnen zurückfallen. Sie haben gestern mit Goethe angefangen. Ich antworte mit Bertolt Brecht. Ein Mann, der etwas zu sagen hat und keine Zuhörer findet, ist schlimm dran. Noch schlimmer sind Zuhörer dran, die keinen finden, der ihnen etwas zu sagen hat. Vielen Dank.